wenn Joseph recht hat? Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Hast du das? Alle halten ihn für verrückt. Aber das stimmt nicht. Sieh dich doch um. Die Welt steht am Abgrund. Du spürst es in deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Wow, der 1500 dabei gehabt. Dass das mal enden würde. Aber noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Schnell hinterher. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. Niemand weiß, was ihnen Eden's Gate nach all dem antun wird. Ja, mag schon sein. Tschüss. Ich will nichts sagen, aber du hast die gerade aufgescheucht, gell? Ich hab mal den an dem Mörser, den mit dem Raketenwerfer. Irgendwo hören, aber hör. Hey, hier unten. Nee, genau. Oh, hier. Guck mal da. Genau. Hey, hab ich nicht einen Schalli drauf? Yo! Ja, das ist der gepanzert. Noch. Immer auf den Kopf schießen, dann fliegt der Helm weg. Okay. So, das war's. Bin dann. So, kommst du runter? Ja, bin da. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr, oder? Nö. Dann auf. Vielleicht den LKW-Anhänger noch. Hä? Echt? Ah jo, schau. Den hab ich übersehen. Das schaut so geil aus, oder? Oh, da ist ein Auto drin. Lull. Hey, ist das. Nee, nee. Ist das ein Shelby GT500? Nee, nee. Ich hab kurz gedacht, das wäre Ding. Ja, ich weiß nicht. Ha? Alles klar, hab nichts gesehen. Ich dachte echt schon, dachte ich, das wäre ein 1974er Shelby GT500. Der 69er, Eleanor. Die Eleanor, ja. Stimmt, 69er war, sorry. Abregelung aufgeschaltet. Verdumms. Die haben ja die Verrückten da unten, oder? Nö, nee, eigentlich nicht so. Ja, wie wir raus sind schon. Was gleich mit dem Kopf? Ganz an der Pushen. Gib dem mal was zugeworfen. Ja, alles gut. Was? Katze hat sich gerade auf meinen Schoß gesetzt. Oh ja, Kenny. Und macht den Milchtritt an meiner Jogginghose. Mit Krallen. Was? Den Milchtritt?
Ja, kennst du nicht diese rechte Tatze, linke Tatze, rechte Tatze? Ja, linke ja, Tatze. Ja, der ist schon. Das ist der Milchtritt. Warum der Milchtritt? Weil die so eigentlich an den Zitzen die Milch rausdrücken, quasi bei der Mutter. Und das machen die halt, wenn sie sich irgendwo gemütlich machen oder yeah, wenn sie Bock drauf haben. Ja, ich weiß. Das ist immer gemütlich machen, aber. Oh. Ja, ich kenn das. Sie hat aufgehört. Ich kenn's alles. Jetzt liegt sie. Ja, das, genau, wenn ich sowas lasse, ich meine Katze gar nicht bei mir auf den Schoß, wenn ich zock. Ach, ich finde das ganz gut eigentlich. Die sitzen den ganzen Tag irgendwo hinter der Couch am Fenster, auf dem Karton oder auf dem Kratzbaum und. Hallo? Wenn sie dann mal kuscheln kommt, finde ich das ganz gut. Nee, das macht sie bei mir genug, wenn ich schlafe. Ja, ich lasse sie nicht immer ins Schlafzimmer. Mir bleibt ganz ehrlich nichts anderes übrig. Ein Zimmerwohnung? Nein, das geht's nicht. Ich habe offene Wendeltreppen zu meinem Schlafzimmer. Ah, okay. Mein Schlafzimmer. Warte mal, Takedown! Oh ja, doch nicht. Haha. Einmal nur ins Gesicht geschlagen. Einmal mit Profis. Ja, ich hab dem eine Faust gegeben, war instant tot. Weil ich ihm niedergesprayt hab. Warte auf mir. Oh oh. Hab ich. Komm, heil dir wieder. Hallo. So, wie lange braucht denn der Scheiß? Also geht doch. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Hi. Er hat sich erst sehr spät überlegt, umzufallen. Siehst du, machen wir einen Takedown. Oh oh. Dein Ernst? Ups. Das ist mein Gegner. Sorry. Sorry, Leute. Erstmal aufs Maul. Erstmal Zivilisten töten, meinst du? Mhm. Hey, jetzt rennt vor, ich möchte hier mal umschauen. Ich möchte nicht einfach hier so durchrushen. Schau dir das mal hier die Scheiße an, was die denn hier aufgebaut haben. Das We are mal coming for you. Hm. Oder hier. Oh Gott! Wie ist denn den drapiert? Hübsch ist er. Mhm. Die sind auch ganz hübsch. Und die kannst du dagegen schlagen. Nennt man das moderne Kunst, das alles? Schau dir das an. Ja, kannst du nicht. Oh. Nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggy sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay. Da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Ich hätte mal gesagt, einer weniger, oder? Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Von den anderen. Hätte er mich umgeschossen.
Aber sie ist ja leicht jetzt psychisch stabil, kann das sein? Nein. Das. Wow, teleportiert. Wer, ich oder sie? Nee, sie. Solange es bei mir flüssig läuft. Ja, die hat sich einfach hier durch die Kisten teleportiert. Wie gesagt, bei mir ist sie ganz normal durchgegangen. Ah, schau, da oben in die Bildschirme siehst du die ganzen Dinger. Kann die zerstören? Nee. So, was müssen wir jetzt machen? Hoppla. Unterbrich sie nicht. Ja, stimmt, das ist ein großer Fehler in Far Cry 5. NPCs. Die Notausgänge wurden entriegelt. Ich schätze, eine Stadt befreien kann ich von meiner Lebensliste streichen. Ich rücke jetzt zum Feind vor! Wow. Ich befreie mal hier den, was ich noch nicht getötet habe. Du hast jemanden in Johns Bunker? Willkommen im Club. Lass du mir bitte was über? Wollt ihr mich verarschen? Scheiße! Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Warte, der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Was? Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Okay. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggys! Kaputt machen, das ist kein Mörder. Das geht gut. Gehst du rechts? Ah, da gehst du mal rum. Okay. Ja, wahrscheinlich. Wow! Ich war gerade so, wahrscheinlich führen beide Wege dorthin, aber. Oh, heavy voraus. Ja. Hier fahren. Oh, shit. Oh oh. Welche Konsolen müssen wir jetzt hochladen? Okay, die blinken hier. So lustig. Hier. Ah, ich wirf einfach mal was rein. Bewegung! Los! Wo sind sie hin? Mehr hast du nicht drauf, Junior! Wir wollen unsere Brüder und Schwestern mitnehmen! Nein. Oh, sag doch was, dass du was wirst. Es hat geklappt, die Zellen sind offen. Jetzt komm zurück zum Silo. Ich glaube, ich hab da was. Elektrisches System abgeschaltet. Wo müssen wir hin? Hoch. Ah, hier, okay. Nach oben. Nice. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. So ungefähr. Perfekt. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Aber man muss echt so in den Kontrollraum schauen. Das sah halt richtig altbacken aus. Oh shit. Müssen wir noch höher? Oh ja, keine Ahnung. Achtung! Hier geht's raus, schau mal. Hier. Ja, hier oben. Wo bist du gerade? Ich bin runtergefallen leider. Irgendwo schießt einer auf mich, ich weiß noch nicht wo. Ja, werde. Ja, ich sehe ihn nicht. Ja, nicht. Irgendwo einer mit der Shotgun. Mit der Pumpgun. Schnell zur Bank, Mann. Ich bin runtergefallen, das war jetzt gerade mein Fehler. Ja, hier oben müssen wir weiter. Ja, aber ich komm nicht hoch. Elektrisches System abgeschaltet. Ich bin jetzt gerade wieder in den Raum, wo wir gestartet sind. Okay. Kommen wir dann irgendwie noch hoch? Systemfehler. Wie bist du da so weit hochgekommen? Ich bin nicht runtergefahren. Nein, so, ich bin gefunden, wo ich hin muss. Warte kurz auf mich bitte. Ja. Mach nix. Multiple Systemfehler. Ich hab gerade die Plattform nicht gefunden gehabt, wo ich mich hochklettern kann. Also manchmal spielt das ein bisschen. Achtung! Und jetzt? Multiple Systemfehler.
Und jetzt rüber zu einem rüber. Ja. Okay. So, die grünen Dinger, die blinkenden. Einfach drauf schießen. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Fast kein Mundi mehr für die Ding. Du musst du mal plündern. Ja, hau hier die ganze Zeit. Druckabfall. Ich wollte gerade an die reinhauen. Entschuldigung. Vorsicht, nicht so weit. Jo. Ich bin high. Mach mit vom Acker. Beeil dich. Ich seh dich draußen. Ich renne. Rennen? Ja, ja. Oh. Identifiziert. Hier muss er wirklich. Was denn? Gleichzeitig schießen und Hebel öffnen. Die spawnen immer nach. Mhm. Haben wir alle? Alle Hebel, ja. Aber nicht alle Gegner. Feuer in Abschnitt B. Komm auf die Plattform. Jo. Oben. Ja. So, denkst du, die bräuchten uns nur zu naden, ja, mit Granaten zuschmeißen? Auf die Leiter hüpfen. So ein Riesenfeuerball, Junge. Ja, yeah, die erste Region befreit. Hey! Gott verdammt! Sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt, von vielen gefürchtet, missverstanden von allen, außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Hi, Rookie. Verflucht, Deputy. Die Leute in Holland Valley können endlich wieder durchatmen. Du bist ein verdammter Held, weißt du das? Aber noch gibt es viel zu tun. Jacob und Faith sind noch am Leben. Die Arbeit geht gerade erst los. Touch out.
Ich kann...